Und damit recht herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play Aufnahme, und zwar zu einem neuen Let's Play generell, nämlich zu Assassin's Creed Revelations. Ja, ihr habt jetzt mittlerweile, solltet ihr eigentlich Assassin's Creed Brotherhood Da Vinci's Verschwinden durchgesehen haben, wenn ihr das hier schaut. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, ist das nicht so story-relevant wie jetzt der DLC zu Assassin's Creed Revelations. Aber wir drücken erstmal Start. Und was man zuerst sagen kann, Assassin's Creed Revelations ist natürlich der vierte Teil der Assassin's Creed Serie oder Reihe, Spielereihe. Und und es hat ein Story-DLC, das verlorene Archiv. Was kein typisches Assassin's Creed DLC ist, muss man wirklich sagen, ist ein bisschen anders gemacht, aber es ist sehr story-relevant, sehr Hintergrund-story-relevant. Es hat sehr viel mit Desmond zu tun. Das ist, ich glaube, das einzigste Desmond-story-relevante DLC, würde ich mal so behaupten. Und Assassin's Creed Revelation schließt quasi nicht direkt an Assassin's Creed Brotherhood an, aber einige Zeit später. Kann man das so sagen? Ja, ich denke, das kann man so sagen. Ich habe auch mal meine Xbox 360 mal wieder rausgekramt nach Jahrzehnten. Ich hatte ja Assassin's Creed Brotherhood alles aufgenommen. Das hatte ich ja alles in den meinen Herbstferien der Schule aufgenommen. Das ist 2014 in den Herbstferien. Das war so, keine Ahnung, Oktober oder so. Anfang Oktober, glaube ich. Und da hatte ich das alles aufgenommen. Und ich meine, ich bin jetzt im März, Osterferien. Ne? Habe ich die jetzt alle hochgeladen, auch die Da Vinci's Verschwinden. Und müsste jetzt alles da sein und alles oben sein. Und ich denke, ihr habt das jetzt auch schon geguckt. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt gerade Part 3 oben, öffentlich gestellt. Alle sind schon oben hochgeladen, alle auf privat gestellt. Ich bin ja kein Partner oder sonst irgendwas, sodass ich die Möglichkeit hätte, theoretisch die geplant hochzuladen. Kann ich leider nicht, tut mir leid. Aber das ist auch nicht so schlimm, denn ich habe ehrlich gesagt keine Verwendung für diesen Shit. Weil mein Hochladen etwa für ein 15-minütiges oder 20-minütiges Video etwa 2-3 Stunden dauert für ein Video. Deswegen kann ich auch so schlecht hochladen. Also Stereoskopie ist aus. Dreh die Stärke ist auf 7, obwohl ich kein. Aber das kommt eh nur zur. Ist eh nur wichtig, wenn ich einen 3D-Bildschirm hätte. Sprache der Untertitel ist Deutsch und Untertitel sind natürlich an und gesprochene Sprache ist natürlich auch Deutsch. Wir können das natürlich mal auf Englisch spielen, das wäre natürlich lustig. Machen wir aber nicht. Assassin's Creed Revelations ist von den Fans bzw. den Leuten, die es gespielt haben, die Reihe kennen, mit eins der schlechtesten Assassin's Creed, also natürlich noch als sehr gut oder gut bewertet worden insgesamt. Allerdings als von der Assassin's Creed Reihe her ausgesehen als eins der schlechtesten. Zusammen vielleicht mit Assassin's Creed 3 und Assassin's Creed 1 waren ja auch, sag mal, gut, insgesamt gesehen gut, aber im Vergleich zu den anderen Assassin's Creed Teilen wie Brotherhood 2 oder auch 4 wahrscheinlich die schlechtesten. Ich weiß gar nicht, wie es mit Unity aussieht, da gab es ja auch ziemlich viel Hate. Ich habe es gespielt, den DLC jetzt noch nicht, aber ich habe die Hauptkampagne gespielt von Assassin's Creed Unity. Und ich fand sie ziemlich gut und ich weiß es nicht. Also ich habe es ein paar Wochen nach Release erst mir zugelegt, Assassin's Creed Unity, und ich fand es ziemlich gut. Und ich fand es ziemlich gut und die Bugs waren jetzt nicht so krass. Natürlich gab es Frame Drops zwischendurch, wenn ich großen Menschenmassen gegangen bin oder sowas. Es gab aber keine großen Bugs, die mich jetzt so gestört haben, dass ich überhaupt nicht weiterspielen konnte. Ich meine, das gibt's ja manchmal. Egal. Wir werden jetzt, ich habe hier schon natürlich einen Spielstand, 82% Gesamtsynchronität habe ich da. Das ist vor 3 Jahren. Naja, zweieinhalb vielleicht. Ungefähr. Ungefähr zweieinhalb Jahren her habe ich das letzte Mal das gespielt. Das ist schon, ist ja krass. Ich werde hier direkt eine neue Sitzung eröffnen. Neues Spiel erstellen. Uns natürlich einen Namen geben. Wenn natürlich nicht Multi der Wichser nennen, sondern. Jetzt muss ich erstmal wieder zurechtfinden. Wo es größer machen? Großbuchstaben. Denn, wie ihr sicherlich wisst, nenne ich die Spielstände immer YouTube.
warum auch immer, aber keine Ahnung, es war so eine kurzfristige Idee. Und wir haben jetzt schon 6 Minuten 30 gelabert, das ist mir aber völlig egal, wir machen einfach weiter. Und wir sagen, und viel Spaß mit Assassin's Creed Revelations. Wir können ihn für ein paar Tage so lassen, eine Woche vielleicht. Ruf an, sag ihnen, wir sind auf dem Weg. Sobald die Luft rein ist. Desmond Miles. Wie schnell sich dein Leben doch verändert hat. Vor 2 Monaten warst du noch Barkeeper für Banker und Promis. Sieh dich jetzt an. Du bist Assassine. Einer von uns. Einer von den Guten. Ist doch nett. Männer und Frauen, die ihr Leben dem Schutz der Menschheit und ihrer Freiheit widmen. Anders als die Templer. Kalte und berechnete Autokraten, machtbesessene Ordnungsfanatiker. Wir tun unser Bestes, um sie zu stoppen. Ja, unser Bestes. Aber das weißt du alles noch, oder? Du weißt vom Animus, dieser Maschine, mit der wir Erinnerungen aus dem Leben unserer Vorfahren finden und nacherleben. Erst warst du Altair, ein stoischer Assassine des 12. Jahrhunderts im Heiligen Land. Dann warst du Ezio Auditore, ein reicher Italiener mit Charisma und einem Talent für Rache. Also, was habt ihr drei gemeinsam? Stimmt, den Edenapfel. Dieses seltsame Artefakt von diesem Volk, denen, die vor uns kamen. Du kennst die Macht des Apfels. Du hast es selbst gefühlt. Das war cool, oder Desmond? Aber das wird sich bald ändern. Dein Verstand zerstreut sich, zerfällt in kleine Stücke. Und wenn du nicht bald aufwachst, dann löst du dich auf. Für immer. Okay, ich habe das Überwachungsprogramm des Animus beendet, um Speicher freizugeben. Aber auch so bleibt es riskant. Desmond, geht's gut. Die Partition funktioniert, der Animus ist stabil und alle seine Werte sind gut. Fürs Erste. Aber das Ding wurde gebaut, um Erinnerungen nachzuerleben, nicht um kognitive Prozesse zu simulieren. Der Animus erfüllt seinen Zweck und Desmond erledigt den Rest. Matrix-Style. Bam. Ne? Wer die drei Filme gesehen hat, erster war gut, zweiter war Schrott, dritter war noch mehr Schrott. Was ist los? Ich kann mich nicht bewegen. Nein! Hallo? Ich tue jetzt mal auf ahnungslos. Oh mein Gott, wo sind wir hier? Ich meine, ich weiß es ja, aber what the fuck? Schwebende Balken? Glänzende Balken? Die kilometerweit in den Himmel reichen? Schwebende Balken? Noch mehr schwebende Balken. Was ist hier los und wo ist wer bin ich? Ich bin Desmond, aber wo kommt dieser Bart her? Oh mein Gott. Und warum ist meine Gesichtsform anders als im zweiten und in Brotherhood und im ersten Teil? Ich weiß es nicht. Hat man mir im Animus eine Gesichtsoperation bezahlt? Nein. Keine Ahnung. Das ist die Frage, die wir uns stellen natürlich. Aber ich warte noch erstmal hier kurz, weil ich will noch was sagen, weil es gleich direkt wieder eine Cutscene kommt. Wir sind hier in der im Animus irgendwie, damit wir nicht den Verstand verlieren, damit unser Verstand sich nicht zerstreut oder damit der Vorgang verlangsamt wird, dass unser Verstand sich nicht ganz so verstreut. Und wir sind jetzt hier gefangen, sag ich jetzt mal. Und man könnte sagen, wenn wir nicht aufpassen, dann werden wir sowieso Subjekt 16 und verkacken's. Das wollen wir aber nicht hoffen. Deswegen gehen wir mal weiter. Ignoriere mich doch einfach. 16? Oh, du kennst nicht mal meinen Namen?
Gott verdammt, ich bin noch im Animus? Du hast ganz schön was mitgemacht. Rebecca, hol mich raus hier. Die können nichts tun, Desmond. Du bist ein gebrochener Mann. Dein Verstand ist gebrochen. Gebrochen? Mir geht's gut. Dachte ich auch. Und sieh mich jetzt an. Reden wir, Kumpel. Komm mit mir. Wo sind wir hier? Ist hübsch, oder? Wir sind tief im Animus. In der alten Testroutine. Keine Erinnerung, nur einfache Physik. Wettersimulationen. Hallo Welt! Ein Glück, dass jemand die Idee hatte, dich hier reinzustecken. Das hat dich gerettet. Wovor gerettet? Eigentlich müsstest du sabbernd in der Geschlossenen sitzen und den Kopf gegen die Wand hauen. Im Moment hält dich der Animus zusammen. Und deine Vorfahren davon ab, dich endgültig ins Chaos zu stürzen. Aber wenn du keinen Sync-Knoten findest, werden all diese Persönlichkeiten kollabieren. Das wird nicht schön. Ein Sync-Knoten? Dazu komme ich noch. Moment. Da. Dieses Ding ist dein Ausgang. Du willst mich verarschen. Das Problem ist, dein Hirn ist Brei. Zu viele Personen und Stimmen für einen Kopf. Also, was kannst du tun? Du kriechst zurück in die gespeicherten Daten, suchst unvollendete Erinnerungen und dann knackst du sie auf. Beende, was du angefangen hast, bis dein Vorfahr dir nichts mehr zu zeigen hat. Das ist ein Sync-Knoten. Wenn du ihn findest, kann der Animus Desmond von Ezio und Altair isolieren und dich nach Hause schicken. In deinen Körper. Woher weißt du das alles? Weil es mir auch passiert ist. Nur mein Körper ist schon Wurmfutter. Ich stecke hier fest. Ein Wort der Warnung. Wenn du da durchgehst, verändert sich alles. Nichts ist mehr normal. Noch hast du die Kontrolle. Es liegt an dir, einen Ausweg zu finden. Gut. Wenn du schnell bist, schaffst du es vielleicht noch zu Lucys Beerdigung. Was? Oh. Ich dachte, du weißt es. Lucy. Oh Gott. Es tut mir so leid. Ich war es nicht. Es war diese Stimme. Juno. Sie kontrollierte mich. Sie zwang mich. Was mache ich hier? Was habe ich getan? Es ist Sean. Sean, was ist los? Lass mich mit ihm reden. Hast du... Moment, ich leg dich auf Lautsprecher. Sean, William hier. Ist alles erledigt worden? Ah, euch auch einen guten Tag. Um Himmels Willen, Leute, zeigt etwas Anstand. Ja gut, beruhig dich. Oh, na super. Ja, Lucy ist tot und ich soll tun, als wäre Ostersonntag, was? Wie geht's Desmond eigentlich? Schläft er noch? Genug, Sean. Und wenn er ein Templer ist, Bill? Hä? Wenn er programmiert wurde? Das ist schon mal passiert. Nein, nicht Desmond. Klar, wenn du das sagst. Sean... Jo, alles klar, Freunde.